Wie präsentiert man sich? Das konnten die Schülerinnen des BRG Schwechat in einem tollen Seminar erfahren. Zur Dekretverleihung trafen sich die Teilnehmer in der Bibliothek der Schule. Dann möchte ich mich auf jeden Fall einmal ganz besonders bedanken bei der Niederösterreichischen Versicherung, die das Ganze finanziert hat, bei Academia Nova. Die haben ja diesen Seminarraum zur Verfügung gestellt. Für uns war es auch wichtig, dass ihr rauskommt, dass ihr das Seminar in einem wirklichen Seminarraum besucht und nicht wieder in der Klasse, wo ihr ja normalerweise seid. Was hast du aus diesen 4 Stunden jetzt mitgenommen? Also wie man sich richtig präsentiert, also egal wo, zum Beispiel im Leben oder in der Schule, egal was kann man überall brauchen. Ja, ich fand es super, weil so hat man kennengelernt, wie man sich gescheit präsentiert, auch fürs Leben dann, weil ich will zum Beispiel Lehrerin werden und weiß ich dann auch schon, auf was ich aufpassen muss und was ich da am besten machen kann, dass ich auch die Aufmerksamkeit von den Schülern bekomme und ja. Also es hat mir sehr gut gefallen, also es war sehr lustig und aber auch sehr aufschlussreich und man hat halt viel übers Präsentieren gelernt, auch wie man viel Fehler übergeht oder halt sich beim Präsentieren halt, wie man das überspielen kann und ich glaube halt, dass es auch in der Zukunft helfen wird, bei Bewerbungen kommt es sicher gut an und halt für die Matura ist natürlich auch ein, denke ich, ein großer Pluspunkt. Das Gefühl, dass das in Zukunft hilfreich sein könnte für deine vielleicht Berufswahl? Ja, das hilft mir sicher. Also auch, weil man macht ja auch öfter PowerPoint-Präsentationen oder sonstige Sachen und da muss man eben gut präsentieren können. Ja, sie konnten lernen, wie man präsentiert, wie man sich selber richtig präsentiert und wie man Stoff richtig vermittelt, so dass für die Zuhörerschaft angenehm und leicht ist, das Gehörte zu behalten. Also wir haben grundsätzlich ja die Feststellung gemacht, dass für die Schüler in der heutigen Zeit, auch wenn sie dann später Studenten sind oder im Berufsleben sind, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, dass sie sich wirklich präsentieren können, dass sie in der Lage sind, noch mehr aus sich zu machen. Es kommt nicht nur auf das Wissen an, sondern auch auf die Art und Weise, wie man das dann an die anderen weitergibt. Und das machen wir im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsprojekt, das wir auch jedes Jahr durchführen. Das ist ein Projekt für die 6. Klassen. Und hier haben Sie als Bestandteil dieses Projektes ebenso ein Präsentationstechnik-Seminar, bei dem Sie dann lernen, wie man da eben dann richtig vorgeht. Wie baue ich so ein Referat auf? Welche Methoden, welche Möglichkeiten gibt es? Welche technischen Möglichkeiten gibt es? Und wie muss ich mich dann eben auch geben, damit ich beim Gegenüber oder zum Beispiel bei einer größeren Gruppe gut ankomme. Daher geben wir euch dazu eben auch dieses Zertifikat. Das hebt ihr euch auf. Vielleicht könnt ihr das irgendwann einmal dann nach der Matura brauchen, könnt ihr vorlegen. Ich habe auch so etwas einmal besucht. Ich habe es auch den Schülern immer wieder gesagt, wenn sie so ein Seminar irgendwo buchen, in einem Institut oder im Wifi zum Beispiel, dann kostet das viel Geld. Und das ist aber oft etwas, was auch Unternehmen bei Bewerbungen fordern, dass man einfach auch so ein Seminar besucht hat. Wenn sie es schon nicht fordern, dann ist es auf jeden Fall ein Vorteil. Jetzt haben Sie das Gefühl, dass diese Einheiten, diese Seminareinheiten angenommen worden sind, dass die mit voller Freude dabei waren? Also von der Mitarbeit her habe ich das Gefühl, hundertprozentig, sie waren alle wirklich mit vollstem Einsatz dabei. Dazu muss ich aber sagen, ich habe nur 10 Schüler, also viel kleinere Einheiten als im normalen Schulbetrieb ist. Es sind gemischte Klassen. Dazu kommt noch, wir sind außerhalb, wir sind in den Räumlichkeiten der Academia Nova. All das, das macht natürlich auch spannender und netter für die Schülerinnen und Schüler. Und das Thema ist sowieso ein spannendes, gerade in dem Alter, wo man sich ja täglich selber präsentiert und auch immer nachdenkt, präsentiert man sich wirklich richtig, kommen auch noch ein bisschen die Hormone dazu, da ist es recht spannend. Von den Schülerinnen und Schülern kann ich nur sagen, dass das Niveau gleichbleibend gut ist. Man sieht es auch dann auch immer wieder vom Feedback beim Wirtschaftsprojekt, also der Leiter der OMV, der heuer gesprochen hat, hat besonders betont, dass sie sich sehr gut präsentiert haben und die Präsentationen sehr gut waren. Das hat mich persönlich wieder gefreut, wenn man denkt, dann hat sich die Arbeit auch ausgezahlt. Das heißt, es ist jetzt das 4. Mal, wird es eine Fortsetzung geben? Nehme ich an, eine Fortsetzung geben, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Voraussetzung ist, dass die Niederösterreichische Versicherung wieder mitspielt, aber ich denke, dass sie das tun wird.